Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zum Resident Evil 3 Remake. So, da werde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem 9. Abschnitt, das unterirdische Lager. Dann würde ich mal sagen, Attacke. So, letztes Mal hat Jill das Lager erreicht, was unter das Raccoon-Krankenhaus ist, was auch ziemlich interessant ist, dass niemand das bemerkt hat, dass da so ein großer Keller ist. Ja. Ja, von der Ausstattung her würde ich sagen, ist okay. Ja, die Pistole nehme ich notgedrungen mal mit. Sonst Schießpulver, ich weiß nicht. Ich bin dann überlegen, ob ich nicht Magnum-Munition mir langsam herstellen soll. Und zwischendurch mal Pistolenmunition für die Zombies oder Flintmunition. Je nachdem, ich schau mal, wie weit ich damit komme. So, mal schauen. Ah, na nü. Ah, gucke mal. Kann ich doch ein bisschen Sprengstoffmunition herstellen? So, hab jetzt. Okay, Granaten, Säuregranaten dabei. Ja, sollte passen halt. So, und wer ist da? Ich glaube, da oben ist der gute Nikolai. So wie es aussieht. So, Zombies, oder? Seid ihr tot? Oder steht ihr später auf? Okay, die stehen wahrscheinlich später auf. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Okay, Sicherung sind rausgesprungen. Oh, da ist irgendwas runtergesprungen. Geh doch kaputt hier, meine Güte, ne? So, das ist eine Sicherung schon mal. So, Schrotflinte. Schießpulver. Ah, okay, gut zu wissen. Oh, was haben wir hier? Pistolenmunition, okay. Oh, Hunde. Na toll. Na toll, Hund hat mich angeknabbert, schon Gefahr. Okay. Ah. Echt schon wieder Gefahr? Meine Güte, ne? Wo geht's jetzt lang? Ich fahr erstmal nach oben.
gut, hier gibt's kein... Echt jetzt? Na gut, dann... Okay, hier gibt's keinen Schalter. Moment, hier passt du da durch. Rotes Kraut, okay. Ich brauche noch ein grünes Kraut. Mal schauen. Erstmal nach oben. Okay. Erstmal hier oben, würde ich sagen, alles abdecken. Ist hier unten noch was? Da muss ich mal schauen. Hier unten ist... Außer der Zombie? Ach, hier ist noch was. Ah, was haben wir da? Munitionshalter Flinte. Was macht das? Spezialzubehör für die M3-Flinte. Ermöglicht schnelleres Nachladen. Okay. Kombinieren. So, Schnellladesystem. Ja, gut. Ah, hat sich schon mal gelohnt hier. Hier, hochwertiges Schießpulver. Na? Ja. Na komm. Zack. Okay, das sind Container. Das sind zwei Container. Ich weiß es nicht. Ich traue das mit dem Container nicht. Was nehme ich da? Okay. Brenne. Oh, schnell weg. Mal schauen, was der Hunter Gamma bei sich geladen hat in der Kabine. Ah, toll. Ein grünes Kraut. Genau das, was ich gesucht habe.
Sonst nix. Gut, auf jeden Fall habe ich noch Platz für die andere Sicherung. Mal schauen, was ist da drinne. Hochwertige Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Okay. Sicherung. Okay, was habe ich da? Liftschalter, Liftschalter. Habe ich noch was verpasst hier? Anscheinend habe ich hier nichts mehr verpasst. Schau mich hier noch mal einmal um. Nein. Ah, Entschuldigung, ich habe noch einen leichten Kratzer noch im Hals, ne? Deswegen schaue ich öfters im Inventar. Okay. Was? Ah. Was bist du für ein Viech? Was das? Okay. So, Speicherraum ist auf. Ja, mir fehlt noch eine Sicherung. Aber ganz ehrlich. Einmal zwischenspeichern. Und dann kann ich noch ein bisschen was abladen. Genau. Verstauen, verstauen. Einmal noch ein bisschen Magnum-Munition nochmal machen. Nehme ich Heilung mit. Ach komm, eine kleine Heilung nehme ich mal mit. Ne, das ist okay. Oder ich brauche einen Platz für die Sicherung, Magnum-Munition. Nee, das ist okay. Na nö? Ah, ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Auf einmal hat es wieder gehakt. Ah. Okay. Ah. Ja, welche Verschwendung, aber ist okay. So.
Ja, ich habe noch Schießpulver noch liegen gelassen. Platz habe ich. Ja, ich könnte, glaube ich, ein bisschen Pistolenmunition herstellen. Okay. Ah, dann bin ich auch fertig mit der Erkundung. Ha. Ja, gegen die normalen Zombies würde ich doch nochmal. Warte mal, verstauen. So. Na, Säure wäre mir noch zu wertvoll gewesen. Okay, Plätze kriege ich eh gleich. Ah, gucke mal. Ach, echt jetzt? Okay. Wow. Ah, komm schon. Ihr Drecksäcke. Ach hier. Mit den ganzen Parasiten noch halt. Okay. So, Nikolai verfolgen. Das ist eine gute Frage. Was haben wir hier? Langer Lauf. Langer Lauf für die Magnum. Okay. Spezialzubehör für die 44 AE Lightning Hawk mildert den Rückstoß und beschleunigt die Geschosse, was den Schaden erhöht. Okay. Ha. Beim 2 Remake hätte es sofort zwei Plätze genommen. Die Laufverlängerung. Okay. Und fertiger Bericht. Okay. 29. 26.09. 29.09. 13 Uhr NC infiltriert sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30 Uhr. 5 RPD-Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. 27.09. 12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. 23 Uhr. Erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Werden ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09. 4:30 Uhr. Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis: nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr. Ende des Gefechts. 7 Überlebende. 18 Uhr. Unbekannte Biowaffe wurde am Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. 20 Uhr. Beobachtete zwei Stars. Ein Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. 29.09. 0 Uhr. Die Frau JV hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalte und Aussehen der Biowaffe entsprechen der von Projekt N. Untersuche weiter. 4 Uhr. Habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von JV und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen JV ausgelöst. Video angehängt. JV wurde infiziert und ist bewusstlos. Haben wie befohlen Probe gesammelt. Proben gesammelt. Okay. 30.09. 0:30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit JV dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahe
legt, dass sie resistent ist. 4 Uhr, Impfstoff wurde von einem Soldat der MV-Kolonne CO an sich gebracht und an JV verabreicht. Erwarte, JV wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu JV lässt sich verändern und entwickeln. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzise Daten zu erhalten. Okay. Tyrell ist auch da. Einmal speichern. Der Impfstoff ist weiter vorn. So, jetzt mit Tyrell unterwegs. Warum läufst du nicht? Okay. So, wo bin ich jetzt denn hier gelandet? Erstmal schauen hier. Nest. Oh, bin ich schon beim Labor? Okay, dann muss ich wohl erstmal noch. Okay, hier fehlt mir noch was. Okay, bin ich jetzt im Labor? Tyrell ist tot. Wurde durch Nemesis umgebracht im Originalen. Wird er ermordet? Was ich auch interessant finde, halt, dass man hier komplett umgeändert hat. So, wo gehe ich jetzt lang? Nach oben? Was oben erstmal? Okay. Okay, hier ist das. Ich muss erstmal schauen. Ich muss mich erstmal umschauen hier. Ah, hier ist ein Speicherraum. Perfekt. Hätte ich das vorige Speichern auch sparen können. Hochwertiges Schießpulver. Perfekt. Okay, Nest 2 Mitarbeitervorschriften. An alle Nest 2 Arbeiter. Die Ziele dieses T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Hau-Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es
unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Ah, Karte von S2. Okay, Lager. Ah, perfekt. Ist hier noch was? Ach, hier ist noch ein Kraut. Gut, da hätte das einmal speichern sich sparen können. Ich brauche Schrotflintenmunition auf jeden Fall. Sonst wird das nichts. Schön und gut, dass ich Magnum-Munition habe auf Halde, aber Schrotflinte ist auch nicht verkehrt. So. Gut, dann einmal speichern nochmal. Kann ich den noch? Nee. So, dann machen wir neu. Und dann würde ich mal sagen, dann war es das auch wieder fürs erste Jahr. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem 10. Abschnitt. Das Labor oder halt Nest 2, je nachdem, wie ich das benennen soll, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal so traditionell Labor. Normalerweise im Original war das die Fabrikanlage. Aber gut. Ja, wie gesagt, das war's dann auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.